Ja, die größte Batterie der Welt. Sie ist wirklich unfasslich gigantisch. Im letzten Video haben wir noch über die größte Batteriefarm der Welt von Elon Musk in Südaustralien berichtet. Heute geht es also noch größer. Die größte Batterie der Welt. Wie diese Megabatterie genau funktioniert und ob sie die dringend notwendige Energiewende leichter zur Realität werden lässt. Jetzt in Klicks von Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erneuerbare Energien sind die Zukunft, doch sie haben bislang einen entscheidenden Nachteil. Überschüssig produzierter Strom kann nicht wirklich zwischengespeichert werden für Zeiten, in denen es beispielsweise weniger Sonne oder Wind gibt. Jetzt gibt es Fortschritte bei einem wirklich vielversprechenden Lösungsansatz der weltweit größten Batterie, die mit Hilfe von Salzkavernen betrieben werden soll. Wenn man dem Oldenburger Energieversorger EWE glauben mag, geht es jetzt um den Zaubertrank der Energiewende. Und ja, ich muss zugeben, wenn der Plan aufgehen sollte, wäre das wirklich fast so schön, um wahr zu sein. Es besteht die Möglichkeit, etwas wirklich Revolutionäres zu schaffen, sagt einer der Beteiligten, Ulrich Schubert vom Center for Energy and Environmental Chemistry in Jena. Denn es könnte tatsächlich das Kernproblem der Energiewende lösen. Wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet, Strom aus erneuerbaren Quellen lässt sich mittlerweile preisgünstig herstellen, wenn die Sonne scheint oder es Wind gibt. Doch wie dann speichern für schlechte Zeiten? Es scheint wie verhext. Weder bei den angedachten Pumpspeichern am Meeresgrund noch bei Pumpspeicherkraftwerken tut sich etwas, genauso wenig wie bei anderen möglichen Speichertechniken. Alle haben nur eines gemeinsam, von einem großtechnischen Einsatz sind sie noch weit entfernt. Umso mehr Hoffnung also wird jetzt in das Projekt von EWE und der Universität Jena gesetzt. Kurz zusammengefasst, die weltgrößte Batterie, bei der Energie in Flüssigkeit gespeichert wird, und zwar in Sole, also in Salzwasser, denn der Speicher soll in zwei unterirdischen Salzkavernen seinen Platz finden. Das Projekt heißt Brine for Power und die Anlage soll eine Kapazität von 700 Megawattstunden haben, also in etwa die Menge Strom, die etwa 75.000 Haushalte an einem Tag verbrauchen. Wow! In Planung ist diese sogenannte Polymer Redox Flow Batterie schon länger, doch jetzt aktuell wurde ein weiteres Zwischenergebnis verkündet. Wie der Name der Megabatterie schon verrät, sollen organische Polymere eine zentrale Rolle spielen. Diese organischen Kunststoffe können Elektronen aufnehmen und abgeben. Und das Besondere, sie sind sogar in gesättigtem Salzwasser stabil, so die neue Erkenntnis des Forschungsteams aus Jena. Zitat: Wir können diese Polymere so modifizieren, dass sie in der Sohle gelöst drin bleiben und nicht ausfallen. Damit haben wir gezeigt, dass man Kavernen für die Batterie nutzen kann, sagt Ulrich Schubert. Die unterirdischen Salzkavernen, von denen EWE über 38 Stück verfügt, enthalten genau solche Salzlösungen. Auf Englisch Brine. Auf chemischer Ebene läuft das dann so: In zwei Salzstöcken werden jeweils tausende Tonnen solcher Polymermoleküle in Lauge gelöst. In der elektrochemischen Zelle findet dann die Reaktion statt. Die beiden Speicherflüssigkeiten namens Katalyt und Anolyt sind getrennt durch eine Membran und können sich nicht vermischen. Doch die Membran ist ionendurchlässig. Diese können von der einen Elektrolytlösung in die andere gelangen. Durch die Stromzufuhr von außen, beispielsweise durch einen Windpark, gibt der Katalyt seine Elektronen ab, er oxidiert. An den Polymeren des Anolyts dagegen werden Elektronen angelagert, das nennt man dann Reduktion. Der eine Salzstock funktioniert also als Pluspol, der andere als Minuspol und die aufgeladenen Moleküle werden dann in Speicherbehälter gepumpt. Andere ungeladene Moleküle werden hinzugegeben, umgekehrt läuft die Entladung der Batterie ab. Dann geben die Anolytmoleküle ihre Elektronen ab, die stehen dann als elektrischer Strom zur Verfügung. Und es ist tatsächlich Wahnsinn, der einzige Faktor, der die maximale Speicherkapazität dieser Batterie einschränkt, ist die Größe der Speicherbehälter für die Elektrolytflüssigkeiten. Ein weiterer Vorteil, es gibt keine Selbstentladung. Die Technik an sich ist eigentlich nicht neu, denn im Prinzip wird schon seit Jahrzehnten getüftelt, doch bislang brauchte man Schwermetalle wie Vanadium und die sind teuer. Das kann jetzt durch die organischen Polymere ersetzt werden. Und jetzt noch ein paar Zahlen und Fakten für euch. Die Kosten der Redox-Flow-Batterie seien vergleichbar mit denen von Pumpspeicherkraftwerken, sagen die Verantwortlichen von EWE. 70% betrage der Wirkungsgrad und rund 20.000 Ladezyklen, das ist eine Menge,
seien ohne starke Effizienzverluste möglich. Bisher hat sich EWE allerdings noch nicht auf einen Standort festgelegt. Das soll bis Ende 2019 passieren. In Frage kommt zum Beispiel Jemgum in Ostfriesland. Etwa 50 Kilometer entfernt liegt der Offshore-Windpark Riffgard von EWE. Abgesehen von wissenschaftlichen und technischen Risiken, die bleiben, muss man also die ersten Vorversuche abwarten. Bis dahin wird noch einiges an Forschung stattfinden müssen. Und vorstellbar wäre auch der Einsatz der Redox-Flow-Batterie in Elektroautos. Es ist schon absolut irre, was sich in den letzten Jahren in der Batterietechnik so getan hat. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema, gleich kommt noch eins, verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Revolution, super Akkus erfunden. Das ist auch wirklich eine absolut sensationelle Technik. Also, bis dann. Bleibt dran.